Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Mein Name ist Peter Blum. Thema heute: CeBIT. Drei Jahrzehnte gibt es nun die CeBIT, entstanden als Ausgründung aus der Hannover Messe. Und auch in diesem Jahr 2017, die CeBIT ist vorbei, sagen Vorstände der großen Aussteller wiederum sehr erfolgreich. Viele Neukunden. Manche reden sogar von der besten CeBIT aller Zeiten. Und wahrscheinlich müssen sie dies auch sagen, denn ansonsten ließen sich die Rieseninvestitionen, die in diese Plattform gesteckt werden, wohl überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Doch wie sieht die Realität aus? Die Realität ist, dass die CeBIT kurz vor der Bedeutungslosigkeit ist. Wie schrieb ein Branchenkollege in der letzten Woche auf Twitter, war eigentlich schon CeBIT? Ich habe dazu 2015 schon ein Statement abgegeben. Hören wir mal rein. Hallo, Herr Blum, lange nicht gesehen. Was für ein Zufall, dass ich Sie hier treffe. So wurde ich heute hier auf der CeBIT angesprochen. Ich konnte mich sofort erinnern. Vor rund 5 Jahren hatten wir ein Business Intelligence Projekt zusammen gemacht. Alles lief reibungslos und der Kunde hat sein Projekt schnell selbst übernommen und eigenständig weiterentwickelt. Und nun, hier auf der CeBIT, stand er gerade wieder vor mir und erzählte mir, dass er aufgestiegen war zum Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen. Doch in Sachen Unternehmensdaten steht er leider wieder ganz am Anfang. Ist nun auf der Suche nach einem Werkzeug, das es ihm erlaubt, so komfortabel in Sachen Planung und Reporting zu agieren, wie am Ende in seiner alten Firma. Warum also nicht die CeBIT nutzen und sich über die neueste Software informieren? Gesagt, getan. Nur die CeBIT, die er von früher kannte, die hat er hier nicht mehr gefunden. Noch vor wenigen Jahren gab es mal eine ganze Messehalle zum Thema Business Intelligence. Seit einiger Zeit nur noch ein BI-Forum. Wenige Anbieter sind hier noch vertreten mit eher bescheidenen Messeauftritten. Keine Chance, hier einen brauchbaren Marktüberblick zu bekommen. Ganz zu schweigen von einer unabhängigen Beratung. Und das, obwohl die BI-Branche boomt. Und dann am letzten CeBIT-Tag in diesem Jahr der Paukenschlag. Die CeBIT wird es ab 2018 nicht mehr geben. Zumindest nicht mehr in der bekannten Form. Von einer Neukonzeption ist die Rede, von einer Verlegung in den Sommer und um das Freigelände der Messe herum, von einer Atmosphäre des Unicampus, von modernem digitalen Happening wird geredet, mit Abendveranstaltungen und Networking. Messechef Oliver Frese sagt, wir werden die CeBIT zu Europas führender Eventplattform und zu einem Festival für digitale Technologie, digitale Innovation und Geschäftsanbahnung der digitalen Wirtschaft umbauen. Fragt man sich, was war die CeBIT bisher? Und wie passt es zusammen, wenn dann gleichzeitig gesagt wird, dass ab sofort mehr Privatbesucher auf die CeBIT gebracht werden sollen? Aus meiner Sicht ein Fehler schon im System. Wird das die CeBIT retten? Vielleicht. Wird es Business Intelligence auf die CeBIT zurückbringen? Nein. Auswahlprozesse werden heute anders durchgeführt. Nicht mehr Hersteller, nicht mehr Produkte stehen im Zentrum, sondern Anforderungen, Ziele und was im Unternehmen erreicht werden soll. Dies wird die CeBIT weiterhin nicht leisten und in diesem Sinne werden Auswahlprozesse abseits der CeBIT durchgeführt, evaluiert und entschieden. In diesem Sinne, beste Performance, Ihr Peter Blum.